Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video im neuen Jahr 2024. Dieses Jahr erwarten euch viele schöne neue Dinge. Es wird fantastisch. Also, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim ersten Video Jugendwörter Teil 2. Oh je, Mini. Abri. Nein, nicht. Hallo, Schwester. War ich das etwa? Viel Spaß. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Santiago erklärt Jugendwörter. Ja, viel Spaß. Das erste Wort für dich ist bodenlos. Bodenlos. Ich kenne das Wort im Zusammenhang eine bodenlose Frechheit zum Richtig. Beispiel. Also das heißt, das verstärkt das andere Wort. Bodenlos. Das ist noch eine Verstärkung eines anderen Wortes. Das ist ganz richtig. Das ist meistens zur Verschlimmerung, aber allgemein zur Verstärkung. Also beispielsweise bodenlos schlecht oder bodenlos, was weiß ich, irgendein gutes Wort noch. Genau, also war ich in der richtigen Ecke. Ganz genau. Wunderbar, sehr schön, freut mich. So, das nächste Wort für dich ist Goofy. Oh Gott, Goofy, ja, da denke ich natürlich an die Trickfigur, vor allem Goofy. Was würde ich dem zuordnen? Oh, das ist schwer. Och, da kann ich es gar nicht nur raten. Wenn etwas Goofy ist, ist das eine Bezeichnung für etwas? Ja. Aha. Es sieht total Goofy aus, zum Beispiel. Aha, Goofy. Dann muss ich raten. Goofy. Bunt oder haltsam? Nicht wirklich. Das Wort ist eigentlich theoretisch 1:1 aus dem Englischen übersetzt, nämlich albern, dämlich. Sowas in der Art. Ja, das würde ich dem Goofy der Figur nicht so zuordnen. Aber klar, aus dem Englischen. Ja, gut. Okay, sorry. Das nächste Wort für dich ist lost. Das würde ich auch so zuordnen, etwas verloren, etwas, was weg ist. Ja, bisschen die falsche Ecke, verloren im Sinne von ahnungslos. Ah, okay, gut. Ja, wenn man keine Ahnung hat, ist ja auch... Dann ist man lost, genau. Genau, dann ist man lost. Ah, sehr gut, muss ich mir merken. Dankeschön. Macher. Ein Macher, ja... Würde ich dem Wort auch zuordnen, jemand, der aktiv ist, der was anpackt, oder? Das ist allgemein jemand, der etwas tut, ohne dass er zögert. Aha, also auch jemand, der direkt zur Tat schreitet. Nicht drüber nachdenkt, sondern ich mach das einfach. Richtig, jemand, der zur Tat schreitet direkt. Ja. Dann habe ich mich auch ein bisschen blöd ausgedrückt, aber so in die Richtung, das meinte ich eigentlich auch. Jemand, der etwas macht. Okay. Das nächste Wort wäre Shish. Shish. Ach du liebes Bitte. Es gibt im Österreichischen so einen Begriff Schirch. Das ist sprachlich sehr ähnlich. Etwas, was ein bisschen schräg ist. Aber das würde ich jetzt mal raten einfach. Da muss ich dir leider sagen, das ist komplett die falsche Ecke. Ja. Schisch ist ein Ausdruck des Erstaunens. Aha, da war ich völlig in einer anderen Ecke. Aha, okay, erstaunlich. Gut, mal sehen, ob ich mir das merken kann. Smash. Smash? Kenne ich so aus den Comics, so ein Smash und sowas. Smash. Etwas, was einen beeindruckt? Ja, ungefähr. Also Smash sagt man praktisch über jemanden, den man attraktiv findet. Aber das wird primär über zu sexuellen Akten genutzt. Ah, wird dazu geordnet. Genau. Aber schon etwas, was einen beeindruckt oder was einen... Oh, oh. Ja, aber auf eine Person bezogen. Aha. Gut, also das wusste ich nicht. Okay. Als nächstes wieder was Deutsches. Ehrenmann. Ein Ehrenmann ist jemand, dem man vertraut, zu dem man Vertrauen hat, dem man auch etwas anvertraut.
Wo man weiß, der geht auch ehrlich damit um und der beschubst einen nicht. Ja, so in der Art. Jemand, das der ist ehrlich ist und seriös ist, mit dem man auch Geschäfte machen kann. Also, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, jemand, der eine besondere Leistung für jemand anderen erbracht hat. Und keine Gegenleistung dafür erwartet. Das ist wieder was anderes. Ehrenamtlich. Ja. Genau, daher geleitet. Ehrenamt macht man ja auch ohne Geld. Gut, da war ich auch ein bisschen in der falschen Ecke. Das nächste Wort ist salty. Salzig? Könnte das sein? Etwas, was einem nicht schmeckt? Nein. Nein, gar nicht. Willst du weitermachen? Ja, oder? Bitte, keine Ahnung. Also salty, wenn jemand salty ist, das ist etwas, was man jemandem zuordnet, dann regt sich diese Person auf nach einem Misserfolg, so schmeißt mit Beleidigungen um sich und so weiter. Ist eben total salzig. Okay. Aber da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Okay, wieder was gelernt. Flachsen. Flachsen, Spaß machen oder auch sich über jemanden lustig machen, Späßchen machen mit jemandem. Ja, so in der Art. Ärgern. Also dann, jetzt nicht Spaß mit Freude an und Spaß, sondern um den anderen ein bisschen zu ärgern. Richtig, wird dann ausgedrückt mit, willst du mich flachsen? Ja. Das nächste Wort, eben gerade hatten wir ja flachsen. Jetzt ist es flexen. Flexen. Hat das irgendwas mit Beweglichkeit zu tun? Nein. Nee. Flexen. Aber irgendwas mit Aktivitäten oder etwas tun? Naja. Bin ich im Nirvana noch. Einfach nur angeben. Angeben? Angeben, ja. Wenn jemand angibt, dann flext er. Ja, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber ich wollte ja auch nicht flexen, also. Und das letzte Wort für dich, Crush. Crush? Hat das auch wieder was mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun? Ja. Ist richtig. Nur emotional oder auch körperlich? Nur emotional. Aber vielleicht, wenn man verliebt ist oder Gefühle für jemanden hat? Genau das. Genau das. Das ist eine Person, für die man schwärmt. Sehr schön. Ein bisschen was habe ich doch gewusst. Dankeschön. Tschüss. Oh, schade, das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!